mindestens ein Toter, das ist die Bilanz eines Flugzeugabsturzes im Sauerland. Am Montagnachmittag waren zwischen Olsberg und Winterberg nahe der Ortschaft Elpe zwei Flugzeuge zusammengestoßen. Wir können hier einen Teilausschnitt sehen der Hauptabsturzstelle. Wir haben beide Piloten leider noch nicht finden können. Was wir bis jetzt gefunden haben, waren einige Körperteile. Und können da leider noch nicht die Identität oder die Zugehörigkeit genau sagen. Von daher können wir noch nicht bestätigen, dass sich zwei Leichen handelt, die wir suchen. Wir gehen aber mittlerweile davon aus, dass beide Piloten, sowohl Pilot als auch Co-Pilot, den Absturz nicht überlebt haben. In der Schützenhalle im benachbarten Altenfeld hatte die Polizei eine Sammelstelle für Einsatzkräfte und Pressevertreter eingerichtet. Der Unglücksort war weiträumig abgesperrt worden. Das Trümmerfeld erstreckte sich über mehrere Kilometer. Insgesamt sollen drei Flugzeuge in der Luft gewesen sein. Zwei Kampfjets der Luftwaffe, die vermutlich an einer Übung teilnahmen. Auch das Zivilflugzeug soll im Auftrag der Bundeswehr unterwegs gewesen sein. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Am Abend standen die Bewohner des kleinen sauerländischen Ferienortes noch immer unter Schock.